Als ich das Thema sah, Weißwaschung der extremen und antieuropäischen Parteien, dachte ich mir, wer außer den Linken kann solch einen Quatsch auf die Agenda setzen. Aber tatsächlich freue ich mich über die Debatte. Denn sie zeigt, dass auch die Linken sehen, was wir inzwischen alle sehen. Die linke Weltsicht, die linke Kulturhegemonie zerbricht. In Schweden, in Italien, in Ungarn, natürlich in Polen, aber auch in Frankreich ist sie kurz davor. Die Wahlergebnisse zeigen es überdeutlich. Und genau diese Wahlergebnisse sind auch der Grund, warum wir diese Debatte hier heute führen, wenn es denn überhaupt eine Debatte ist. Es geht nur darum, rechte Parteien, konservative Parteien zu diffamieren, ohne dass man dafür irgendwelche Argumente hat. Aber Sie sollten zur Kenntnis nehmen, die Leute, die Menschen wollen keine linke Hegemonie mehr. Sie haben genug von offenen Grenzen und importierter Kriminalität. Sie haben genug von Gender und Wokeness. Sie haben genug von exzessiven Minderheitsrechten. Und sie wollen bezahlbare Energie und keine Deindustrialisierung per Green Deal. Die dänischen Sozialdemokraten übrigens haben das schon vor einiger Zeit begriffen, als sie die Migrations- oder die Einwanderung deutlich beschränkten. Auch die schwedischen Sozialdemokraten haben das getan, wenn auch zu spät. Sind das Ihrer Ansicht nach nun alles Faschisten? Vielleicht sollte die Linke vor der nächsten Europawahl mal darüber nachdenken, wie sie sich der Wirklichkeit und den Bedürfnissen der Menschen wieder ein wenig annähert. Sonst, wäre allerdings auch zu begrüßen, haben wir bald nach der nächsten Wahl deutlich weniger Linke hier im Parlament. Vielen Dank.